Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, es ist wieder Zeit. Es gibt wieder ein Unboxing, beziehungsweise diesmal sind es drei. Wie ihr seht, war ich fleißig shoppen und ja, ich möchte natürlich meine Freude mit euch teilen. Es ist diesmal etwas von Sandro geworden und von Louis Vuitton. Ich werde natürlich euch alle drei Teile zeigen, aber ich fange erstmal an mit dem großen Sandro-Paket bzw. der Tüte. Und zwar ist es eine Tasche und tatsächlich war ich eigentlich auf dem Weg, eine Hermes-Tasche zu kaufen. Aber die Taschen waren irgendwie alle ausverkauft, die ich wollte und daher ist es eine Sandro geworden. Und ich würde sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Die Tasche hat mich angeschaut und ich wusste, okay, die muss es sein. Ich finde auf jeden Fall, es ist die perfekte Sommertasche und wie ihr seht, es ist eine Tote Bag geworden. Also eine relativ große Tasche. Allerdings, also ich habe sie verglichen mit der Dior Book Tote, ist sie nicht ganz so groß, sondern eher wie diese mittlere Größe. Und ich liebe die Farbe. Also ich finde, es ist die perfekte Sommertasche. Es hat so was von Strandtasche. Es ist so ein schöner, heller Cremeton. Dann ist noch ein goldener Anhänger dabei. Ich zeige euch auf jeden Fall die Tasche auch immer wieder auf Instagram. Folgt mir da auch gern, wenn ihr dann die Tasche so in einem Outfit sehen wollt, wie ich sie kombiniere. Und ja, auch innen echt tolles Material verarbeitet. Sie sieht sehr hochwertig aus, fühlt sich auch sehr hochwertig an. Ich werde die Tasche auf jeden Fall mit einem Organizer benutzen. Den habe ich auch schon bestellt, der müsste sogar schon da sein. Und ja, ihr wisst ja, ich bin da ein bisschen empfindlich und will nicht, dass meinen Taschen was zustößt. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf, die Tasche im Sommer zu tragen und finde, es ist ein Mega-Schnäppchen, denn die Tasche hat gerade mal 245 Euro gekostet. Ist natürlich immer noch viel Geld, aber wenn man es vergleicht, dass jetzt die Dior Book Tote 2500 Euro kostet, war es eigentlich ein Schnäppchen für das, was es ist. Und wie gesagt, qualitativ echt super. Dann gibt es noch einen Artikel, den ich auch dazu gekauft habe. Und nein, es ist kein Geldbeutel, sondern es ist ein passender Hut geworden. Ja, ihr habt richtig gehört. Denn Sandro hat zu der Tasche einen passenden Hut rausgebracht, im selben Material und da ist auch sogar so ein kleines Detail in Gold dabei. Und ich finde den Hut so schön, das ist so ein Buckethead, also so ein Fischerhut-Stil, so wie er gerade im Trend ist. Und ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach super, also die Kombination ist einfach ideal für den Sommer. Man kann es zu so vielen Outfits kombinieren, egal ob Kleidchen oder zu einer Jeans. Und dann diese Farbe auch noch, dass sie so hell ist und dieser passende Hut. Ich war einfach hin und weg. Und kurze Info zu dem Hut, der hat roundabout 60 Euro gekostet. Und ja, daher dieses Set, ich bin voll begeistert. Und was ich euch noch zeigen wollte, ihr seht es hier, es gibt auch so eine Innentasche. Also gerade wenn ihr irgendwie, ups, okay, jetzt geht mein Hut flöten. Sorry. Also, wie ihr seht, auf jeden Fall perfekte Kombi. Die Tasche hat auch eine Innentasche. Wenn ihr da irgendwas, so wie Geld, Kleingeld, bisschen was Privates reinmachen wollt oder Ausweisdokumente, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, ist auch vorhanden. Aber ich habe ja noch eine Tasche. Es gibt noch etwas zum Unboxen. Und diesmal ist es etwas von Louis Vuitton auch noch geworden. Ich habe tatsächlich die Tasche in diese Louis Vuitton-Tüte gepackt, damit ihr einfach wisst, um welche Marke es geht. Aber es kam nicht in der Louis Vuitton-Tüte, denn diese Tasche habe ich pre-loved gekauft, also gebraucht, secondhand. Und ich habe bei diesem Modell echt schon lang überlegt und ja, war so hin und her gerissen, soll ich sie neu kaufen, soll ich sie secondhand kaufen, denn es ist ein Klassiker. Und wie ihr sehen könnt, ist es die Sac Noé geworden und ich finde die Tasche so schön. Und wirklich, ich habe schon so lange ein Auge auf der Tasche, aber wie gesagt, ich war so unsicher, soll ich sie gebraucht kaufen oder neu und habe dann ein tolles Angebot gefunden und Zertifikat war dabei und der Staubbeutel war dabei und daher
dachte ich, hey, perfektes Angebot, ich kaufe die Tasche auf jeden Fall. Und so ist es dann auch noch eine Louis Vuitton geworden. Ja, das sind die Taschen. Wenn ihr die kombiniert sehen wollt mit meinen Outfits, folgt mir gerne auf Instagram unter Gizi Time und dann seht ihr auch die Taschen in Action und den Hut natürlich. Also Leute, ich freue mich aufs nächste Video. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Bis zum nächsten Mal.